Liest man die Handlung dieser Oper, denkt man sofort an Verdis La Traviata oder an Puccinis Manon Lescaut. Denn auch Nana versucht, freigebig mit den Reizen ihres Körpers spielend, in die Pariser Oberschicht aufzusteigen. Dort angekommen, muss sie allerdings feststellen, dass diese vermeintliche Luxusgesellschaft auch ihre Schattenseiten setzt. Man sehr schnell zum Spielball einer rigiden Männerwelt werden kann. Michael Schulz, Regisseur dieser Erfurter Opernausgrabung, sieht in Nana allerdings nicht nur die Projektionsfläche hinlänglich bekannter Männerfantasien, nicht nur das Opfer, sondern auch eine Täterin, die nach materiellen Vorteilen giert. Es ist ihr egal, was mit diesen Männern passiert. Es ist so, dass sie auch in der Lage ist und durchaus bereit dazu ist, die Männer in ihren Untergang zu treiben und zu bringen, in ihren Obsessionen untergehen zu lassen und dieses bewusst zu tun. Das sind keine unbewussten Vorgänge, die sie macht. Das passiert ihr nicht, sondern sie lenkt die. Komponist der Oper Nana ist Manfred Gurlitt, der zu den schillernden Künstlerpersönlichkeiten der 1920er und 30er Jahre zählte. 1939 ging er aufgrund jüdischer Vorfahren in seiner Familie ins japanische Exil und blieb dort auch nach dem Krieg als Lehrer und Professor an Musikakademien und Hochschulen in Tokio tätig, wo er 1972 starb. Manfred Gurlitt hat viele Musikstile seiner Zeit aufgegriffen, um sie zu einer eigenen und auch eigenständigen Klangsprache zu formen. Deshalb wirkt seine Musik zuweilen brüchig, blüht sie doch stellenweise so schwelgerisch auf, als wäre es eine Franz Lehár-Operette, um schon im nächsten Moment durch eine äußerst karge Instrumentierung in die Nähe eines Arnold Schönberg zu geraten. Michael Schulz' Inszenierung erzählt zuvorderst natürlich die Geschichte der Nana, ihr Schicksal zwischen Liebesverlangen und flatterhaftem Lebenswandel. Betont aber auch das Zeitlose des Themas, das seine Wirkung wohl nie verlieren wird. Versuchen auch das Moderne an so einer Frauenfigur zu zeigen, weil letztendlich die ganzen Frauen, die in den Medien versuchen und über die Medien und über ihre Körperlichkeit auf sich aufmerksam zu machen, dadurch auch zu Wohlstand und Ruhm vor allen Dingen zu kommen, ist ja eine Erscheinung, mit der wir heute extrem konfrontiert sind. Tag und Nacht, man muss ja eigentlich nur immer den Fernseher oder das Internet aufrufen und dann ist man schon bei solch Figuren.